Hallo, ich bin's mal wieder. Ich möchte in wenigen Minuten zeigen, wie man ein wirklich mir lästiges Problem von der Welt schafft. Und zwar, es geht um Facebook, wie man unschwer erkennen kann. Und ich bekomme regelmäßig von meinen Freunden Einladungen zu Veranstaltungen oder auch Einladungen zu irgendwelchen Spielen oder Anwendungen, die mich nicht interessieren. Oder ich bekomme in meiner Timeline Informationen, mein Kumpel XYZ spielt gerade Farmville und hat gerade den dritten Bauern dazu bekommen oder hat dies oder jenes in irgendeiner Anwendung erreicht und bekommt irgendwelche Gummipunkte. Da meine Timeline ohnehin ziemlich voll ist von interessanten und mir wichtigen Dingen, möchte ich mal diese unwichtigen Dinge rausfiltern. Und das geht so. Ich habe jetzt einen Test-Account geöffnet. Ich gehe also in meinem Account hier oben rechts auf diesen kleinen Pfeil. Dann gehe ich auf Privatsphäre-Einstellungen und bin, nachdem ich nach runter gescrollt habe, an dem Punkt blockierte Personen und Anwendungen. Wenn ich jetzt hier darauf klicke, auf die Verwaltung, komme ich auf diesen erstmal unübersichtlichen Bereich. Ist aber gar nicht so schwer. Man muss dazu sagen, wenn ich eine Anwendung oder eine Anwendungsanfrage von jemandem oder eine Veranstaltungseinladung blockiere, heißt das nur, dass ich diese Mitteilungen von demjenigen blockiere, nicht aber deswegen meinen Freund aus meiner Freundesliste rausschmeiße. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ich Stück für Stück die Anfragen und Einladungen von den Leuten blockiere, die mich nerven. Es macht weniger Sinn, Anwendungen selbst zu blockieren, was man im ganz unten liegenden Abschnitt machen kann. Wenn ich also von Farmville oder Cityville ständig Anfragen bekomme von meinen Freunden, dass ich da mitspielen soll, dann kann ich genau diese Anwendung blockieren. Nehme jetzt einfach mal Farmville. Da wird es mir auch schon angezeigt, dass da 60 Millionen Leute mitspielen. Das merkt man. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und schon wird diese Anwendung hier eingetragen. Ich könnte jetzt auch Cityville nehmen. Das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, weil jeden Tag neue Anwendungen rauskommen und die bestehenden Anwendungen teilweise auch auf deutschen oder auf englischen Namen lauten und ich dann beide Varianten blockieren muss. Das ist also sehr, sehr aufwendig. Einfacher geht es aus meiner Sicht, wenn ich hier einfach den Freund oder den Bekannten eintrage, der mich da in der Richtung ein bisschen nervt und blockiere seine Anfragen oder blockiere seine Veranstaltungseinladungen und somit brauche ich die Leute nicht rauszuschmeißen oder was auch immer mit denen machen, sondern ich blockiere ganz gezielt meine Freunde. Die merken das aber gar nicht, denn sie können nach wie vor ihre Spiele spielen und ihre Veranstaltungen erstellen, bekommen aber eben nicht mit, dass ich diese Einladung oder diese Informationen darüber gar nicht bekomme. Sehr einfach und effizient. Dauert zwar auch etwas, bis man da sämtliche schwarze Schafe in Anführungsstrichen erwischt hat, aber irgendwann hat man so, dann ist die Timeline frei und alles ist gut. Probiert es einfach mal aus, ist sehr effizient und hilft wirklich wieder den Überblick in Facebook zu bekommen. Beim nächsten Tipp freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Lest euch auch nochmal die Beschreibung unter dem Video durch. Ich gebe da nochmal eins, zwei interessante Links auf Artikel, die wir zu dem Thema im Gründerlexikon geschrieben haben. Und ich würde mich natürlich auch auf ein Like freuen oder auf einen Kommentar.